Da sind wir wieder. Es ist Montag, der 7. August. Ich starte jetzt gerade mal den PC. Ja, Montag, der 7. August. Ich habe eine Woche Auszeit gehabt. Ich fange dann diese Woche dann wieder an mit ein volles Pensum. Also von wegen langsam wieder in die Routine reinkommen ist nichts. Ich bin übrigens Mariam und du schaust dir das virtuelle Tagebuch an und in meinem virtuellen Tagebuch nehme ich dich mit hinter den Kulissen von Atelier Marie-Lucien. Und Atelier Marie-Lucien ist ein Kleinunternehmen. Ich stelle Holzmaschenmarkierer her, wie zum Beispiel dieses schöne Teilchen. Also ich stelle Holzmaschenmarkierer her, ich färbe Wolle, ich schreibe Häkelanleitungen. Und während dieses virtuelle Tagebuch könnte schon mal sein, dass du das ein oder andere Produkt von mir zu sehen bekommst und dadurch Begehrlichkeiten geweckt werden. Und daher blende ich ab und zu mal ein, dass das virtuelle Tagebuch eine Dauerwerbesendung ist. Sein könnte, was auch immer. Egal. Juristisch abgeklärt, abgehakt. So, also letzte Woche gab es kein virtuelles Tagebuch, weil ich habe eine Woche Auszeit genommen. Ich war in Belgien. Das war auch mal richtig notwendig, mal auszuspannen, weil ich war so langsam ein bisschen überarbeitet und etwas müde. Ja, wir haben es jetzt schon 10:30. Also ich habe arbeitstechnisch noch nicht viel gemacht, außer dass ich gestern Abend eine nicht so kleine To-Do-Liste geschrieben habe. Also von wegen langsam wieder reinfinden in dem Alltag ist nichts. Da kann ich ja schon gleich loslegen. Ja, ansonsten, ich spiele mal ein paar Fotos ein vom Urlaub an der belgischen Küste. Ich war in Blankenberg bei meinen Eltern. Und auch wenn die Wettervorhersage nicht so richtig toll war, habe ich so ein bisschen auf dieses Mikroklima, die es halt am Meer ist, gebaut. Und es hat sich richtig erwiesen. Also das Wetter war eigentlich richtig schön. Bis auf Samstag, da hat es den ganzen Tag nur geregnet. Und dann Sonntag, also gestern hat es angefangen zu stürmen, richtig übel. Also Samstag waren wir bis morgens Brötchen holen eigentlich nicht raus, weil es hat ja so geregnet, da wären wir ja nicht mehr trocken zwei Schritte laufen können. Aber ansonsten war ich jeden Tag mindestens einmal auf dem Strand spazieren, Pötchen, also Füße im Wasser, das muss einfach sein. Ja, so, was diese Woche alles ansteht, jetzt gleich zum Anfang, ist diese Bestellung von Befair von Woolen Heavy. Das habe ich ja schon ein bisschen vorbereitet, bevor ich gefahren bin. Dann hatte ich noch eine Bestellung von Mabi Bujan für Maschmarkierer mit eigenem Logo. Dann muss ich noch meinen Computerbauer bezahlen. Ich muss die Buchhaltung für Juli noch machen. Ich habe ein neues Clubmitglied, die Gabi, die bekommt noch das Willkommenspaket. Die muss ich noch anschreiben wegen Lieblingsfarben und so weiter und so fort. Dann noch mein Newsletter schreiben bezüglich des Adventskalenders. Dann habe ich noch von Beats per Minute eine Bestellung. Dann muss ich das Kaffeekränzchen fürs Wochenende einrichten, jetzt am Samstag. Und auch noch eine B2B-Newsletter schreiben, weil ich vorhabe, so ein paar Sachen im Shop zu verändern. Und mal schauen, wie ich das umsetze. Aber erstmal habe ich erstmal genug zu tun, bevor ich damit anfange. Und da ich so Pi mal Daumen auch so gegangen, ja, es liegt noch alles da, so wie ich gegangen bin, wäre so ein bisschen Aufräumen auch nochmal angesagt. Egal, ich check jetzt mal die E-Mails und die Aufträge und so weiter und so fort. Die habe ich schon ausgedruckt, die anderen Sachen muss ich ausdrucken. Und dann, ja, fangen wir einfach die neue Woche mal an. Ich wünsche dir viel Spaß bei der 57. Folge vom virtuellen Tagebuch. Schön, dass du da bist. Und ich freue mich über jedes Like, über jedes Kommentar und abonnieren. Wenn du das virtuelle Tagebuch abonnierst, dann kriegst du auch jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn die nächste Folge online geht. Wie zum Beispiel die 57. Folge, die wahrscheinlich dann am Samstag online geht. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Und ja, fangen wir mal an.
Dienstag, 8. August. 8.8. war ein besonderer Tag heute. Also ich bin direkt hier unten angefangen, weil ich heute die Bestellung für Wool & Heavy fertig haben muss. Die muss ich nachher noch nach Blankenheim zu UPS bringen. Das hatte jetzt erstmal richtig klasse damit funktioniert. Es geht auch mit der Anmeldung, die internationale, weil Wool & Heavy ist ja in Bolton in Großbritannien. Und das ging eigentlich alles ganz einfach, deswegen ändere ich da nichts dran. Aber ich habe vom Urlaub ein bisschen wenig Zeit eingerechnet. Also ich hätte mir eigentlich gerne noch einen Tag mehr gönnen können. Aber letztendlich bin ich selber schuld. Ich habe gestern einfach zu lange am PC gearbeitet. Ich habe mich zu viel mit Papierkram aufgehalten. Nicht mit dem Programm Papierkram, obwohl ich auch Buchhaltung gemacht habe, aber insgesamt ne, E-Mails beantworten und ach, das Übliche, was dann so alles, ne, da was ändern, da was checken, da was gucken, den üblichen ja, PC-Alltag halt, aber ja, ich hätte eigentlich mehr arbeiten müssen, hier unten. Eine komische Sicht, ne? Ich arbeite hier tatsächlich nicht mit meinem eigenen Wachsgemisch, aus dem einfachen Grund, da ich vor einiger Zeit festgestellt habe, wie ich damit anfing, mit Wasserfarben zu arbeiten, dass wenn ich mein eigenes Wachsgemisch verwende, die Farben auflösen. Und da habe ich dann lang rum probiert. Ich habe einige ausprobiert von diesem Wachs, fertigen Wachssachen, von Marabu, von Kroll, von Via, einige. Und dann bin ich jetzt bei diesem Ding von VBS geblieben. Da habe ich bislang die besten Resultate bei. Vorausgesetzt, der Untergrund ist richtig, richtig trocken. Ja, geht mir so ein bisschen gegen den Strich, weil ich dadurch hier Abstriche mache in mein umweltfreundlich, nachhaltig und schön Konzept. Aber es soll ja auch am Kunden ankommen und muss man manchmal auch mal ein bisschen Abstriche nehmen. Man kann nicht immer katholische sein, also Papst, wie man in Belgien sagt. So, das muss jetzt ungefähr eine Viertelstunde trocknen, dann wäre das auch wieder gut. Da habe ich jetzt mein Wasser zum Ausspülen. Als nächstes tue ich die hier noch Schmirgel, das sind die Zellrahmen, also Nadelmaß und Zellrahmen in einem von Halloween. Und dann habe ich alle Ware beisammen für Wool & Heavy und kann dann tatsächlich, so habe ich die nicht gemacht. Ach, das war wegen dem kleinen Fehler hier. Dann kommt er in der Seconds-Kiste für den nächsten Wollmarkt. Der ist Ende September in Esserburg. So, dann kannst du jetzt auch trocknen. Du bleibst aber hier unten. Den würde ich mal dorthin. Ja, es ist übrigens hier erst die 56. Folge, nicht die 57, wie ich glaube ich gestern gesagt habe. Vielleicht sollte ich dann doch erstmal die 56. machen, bevor ich die 57. ankündige. Also irgendwie bin ich noch so ein bisschen durcheinander, habe noch nicht so meinen Rhythmus, meine Routine wieder. Kommt noch. So, jetzt machen wir dann mal hier mit weiter, damit es ein bisschen vorangeht. Ja, bis später. Ich habe gerade die Häkchen hier an den Waschmarkieren dran gebracht
muss ich ein bisschen aufräumen, wie ich weitermachen kann. Ach nee, erst muss ich die auch noch polieren. Die müssten jetzt trocken sein, dann poliere ich die jetzt gleich. Die poliere ich jetzt aber hier oben. Ich habe gerade gesehen, dass hier ja, die Jacke liegt, die ich hier angefangen habe in Belgien. Das sind ja die vier Stränge handgefärbte Wolle, die ich ja mitgenommen habe. Ich wollte mir da ja eine Jacke mitmachen. Ich bin jetzt so weit, wobei ich dann ehrlich sagen muss, dass ich bei den Ärmeln schon mal einmal ein Riesenteil wieder aufgeribbelt habe, fast ein halbes von den Strängen. Und dann bin ich jetzt unten zum vierten Mal an der Borte dran, weil sie immer irgendwie nicht gefallen hat. Aber ich bin momentan so weit. Und ich muss sagen, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Das heißt, hier kommen jetzt noch zwei, drei Reihen dazu und dann geht es wieder normal weiter. Hier werden die Ärmel auch noch ein bisschen länger. Und ja, so weit bin ich momentan. Sieht eigentlich, glaube ich, ganz akzeptabel aus. Aber ich habe ja wirklich schon ein paar Mal wieder, ne, das anprobiert, ne, wieder aufgeribbelt. Ja, ein bisschen learning by doing. Immer wieder ausprobieren. Wenn es nicht klappt, dann kann man es ja zurückkribbeln. Das wieder aufribbeln. Aber soweit bin ich jetzt schon. Jetzt kommt aber auch der langweilige Teil. Diesen langen. Das sind 264 Maschen. Dann nur so eine Reihe. Das zieht sich dann jetzt. So, jetzt mache ich mal weiter. Als erstes polieren. Thank you.
Bestellung von Moon und Happy ist unterwegs. Die habe ich gerade weggebracht. Und ja, jetzt bin ich an die Bestellung von Magikujan dran. Und weil halt im Hintergrund die Nastja läuft, und ich dann nicht immer tatenlos daneben stehen möchte, während die dann am Lasern ist, hatte ich mir schon ein paar von den Alpakas gelasert und die werde ich dann jetzt anmalen. Das heißt, ich verliere dann keine Zeit beim Bauen. Ja. Das mache ich dann jetzt mal, weil ich habe ja noch ein gutes Stündchen, bis ich anfangen muss zu kochen. Und das nutze ich dann aus. Aber dafür mache ich mir meine Musik an. Muss ich leider ausblenden, weil dann gibt es Probleme mit Urheberrecht, GEMA, hast du nicht gesehen. Ich höre nämlich viele meiner französischen Chansons. Aber ich kann jetzt erstmal neu auftreten. Donnerstag, 10. August. Ich habe gestern nicht aufgezeichnet. Ich war gestern ein bisschen im Brass, ein bisschen viel zu tun gehabt. Ich habe aber jetzt schon mal soweit vorbereitet für die anderen Bestellungen, die ich ja noch habe. Ich werde einmal die Kamera umschalten. Moment. So, also das mit dem Aufräumen, das bleibt Wunschdenken. Also nicht erschrecken über das Ganze drumherum. Das ist das Paket für Mabibuyan. Das ist soweit fertig. Das braucht nur den Aufkleber, dann geht es zur Post. Das ist für Beats per Minute. Das ist für Stiglitz EK. Und das ist das Paket, das tatsächlich nach Finnland geht. Das ist erstmal, dass ich was nach Finnland verkauft habe. Da habe ich schon so ein bisschen die Maschmarkierer, die ich alle noch parat habe, schon gesammelt. Aber hier liegt schon die To-Do-Liste, die ich noch abarbeiten muss, unten im Laserraum. Und ich hatte komplett vergessen, mein Etsy-Shop wieder freizuschalten. Und da sind jetzt schon zwei Bestellungen reingekommen, jetzt noch gestern Abend, gestern Nachmittag habe ich es dann wieder freigeschaltet. Da fehlt es mir plötzlich ein, da fehlt ja noch was.
Da sind jetzt zwei Bestellungen reinbekommen. Die mache ich jetzt als erstes fertig, damit ich die mit dem Paket für Mabibojan zur Post bringen kann. Freitag, 11. August, eine etwas komische Sicht. Also während ich die Radweltmeisterschaften schaue, beziehungsweise ist jetzt Zeitfahren für die Männerelite und das ist um Stirling herum, weil die Weltmeisterschaften, Radweltmeisterschaften waren dieses Jahr oder sind dieses Jahr in Glasgow. Ich habe auch meine Schottland-Ohrringe angezogen. Ja, und weil ich das ja gerne gucken möchte und auch schauen möchte, wo sie dann überall zeigen, wie das Wallace Monument, wie Stirling Castle, wie Robert the Bruce und so weiter und so fort, weil ich es halt auch schauen möchte, mache ich diesen Nachmittag etwas weniger. Ich mache jetzt Backing Cards. Da bin ich auch schon wieder auf meine letzte Kiste. Also das ist auch dringend notwendig, dass ich das mache. Und das ist ja jetzt gerade eben so passend. Heute habe ich das Paket von Beats per Minute fertig und auch das Paket, oder die Bestellung über die Fair-Plattform ist auch fertig. Das heißt, von den großen Sachen, die jetzt noch gemacht werden müssen, ist tatsächlich noch die Bestellung, die nach Finnland geht. Aber da habe ich noch Zeit bis Dienstag und ich habe alle Maschenmarkierer da. Ich müsste nur noch die Häkchen dran machen, dann verpacken, damit ich dann auch verschicken kann. Ja, ansonsten, ja, ich habe heute halt auch nicht viel aufgezeichnet und gar nicht aufgezeichnet, so ungefähr, weil ja, ich mich mal rangehalten habe. Ich war heute Morgen, nachdem mein Mann zur Arbeit gefahren ist, eigentlich eben bin ich wieder eingeschlafen, dann bin ich trotzdem früh aufgestanden und habe dementsprechend schon früh viel geschafft und dadurch kann ich es mir jetzt auch gönnen, quasi ein bisschen runterzufahren, ein bisschen weniger zu machen oder halt so ein bisschen Hintergrundarbeit zu machen und ja, währenddessen in Schottland rumzufahren, ohne wenigstens im Fernsehen und zu schauen, die Gegend. Und da waren wir ja auch. Also Robert the Bruce und also Bannockburn hatten wir schon mal besucht. Und aber zu der Zeit war das die Statue von Robert the Bruce gerade eben zur Auffrischung. Also den haben wir nicht gesehen. Oh, das ist gerade, glaube ich. Ach du, ein Castle, ja, schau mal. Also Stirling waren wir selber nicht drin, aber wir waren aufs Wallace Monument. Und Januar 2020 war ja auch in Glasgow. Also da war schön zu sehen, wo wir überall auch gewesen waren. Daher hat das jetzt für mich einen besonderen Reiz und nebenbei kriege ich auch noch so ein bisschen von diesen, ja, Arbeiten, die zeitaufwendig sind, die nicht so spektakulär sind, aber die gemacht werden müssen. Ich mache jetzt gleich wieder den Ton an, das spricht, daher muss ich halt die Aufzeichnung beenden. Ich mache mal weiter. Samstag, 12. August. Wir haben es 10 Uhr. Für den Samstag bin ich hier relativ früh, aber mein Mann hatte noch ein paar Besorgungen heute und daher waren wir ein bisschen früher aufgestanden. Ja, also es war für eine Einsteigewoche, war schon richtig happig. Und ja, aber andererseits, worüber beschwere ich mich? Ist ja schön, wenn viele Aufträge da sind. Ich habe jetzt noch diesen Auftrag für Finnland, den. Ach, kann ich ja während YouTube hochlädt, könnte ich das ja jetzt schon mal die Häkchen dran machen, damit ich die noch Montag auf der Post kriege. Und ja, also für nächste Woche habe ich vor allen Dingen vor, endlich die Herbst-Winter-Kataloge zu verschicken. Das hätte schon längst verschickt sein müssen, aber okay.
Ja, irgendwo, ja, der Tag hat nur 24 Stunden, den Urlaub habe ich dringend gebraucht und ja, manchmal läuft nicht alles so, wie man es genau haben möchte oder wie es geplant oder was auch immer wäre. Egal. Heute Abend ist Kaffeekränzchen mit den VIP-Mitgliedern vom Atelier Marie-Lucien Club, zu denen ich dir ganz herzlich einlade. Wenn du Mitglied werden willst, unten in den Shownotes steht ein Link, kannst du dir den Club mal anschauen. Und stimmt, für den Maschmarkierer des Monats September hatte das VIP-Mitglied, hat Nadine schon gesagt, was sie sich da vorstellt. Da könnte ich mir auch so langsam drüber hermachen. Vor allen Dingen das, was als Begleitung dazu kommt, das, da habe ich noch keine Idee. Na, habe noch ein bisschen Zeit, weil wir haben jetzt 12. August, sprich bis zum 1. September ist noch ein bisschen Zeit. Ja. Sonst noch was? Nö, nichts mehr. Die Woche ist gut abgeschlossen. Und also heute werde ich mich noch ein bisschen beschäftigen. Heute Abend habe ich ja eine Menge zum Häkeln beim Kaffeekränzchen. Und ja, ich spiele jetzt gleich noch mal ein paar Bilder ein vom Meer, weil das einfach nur gut tut. Vitamin C kann man nicht genug bekommen. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, wenn gerade Wochenende ist, wenn du schaust. Ansonsten einen schönen Abend, schönen Tag und wir sehen uns bei der 57. Folge nächstes Mal. Bis dann. Tschüss.